Hallihallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Neddy und ich bin Teil der Beauty Trends. Bei uns lernst du Beauty, Fashion und Ästhetik zu verstehen, also abonniere gerne diesen Kanal kostenlos, um keine weiteren Videos mehr von uns zu verpassen. Wie du bereits im Titel gelesen hast, geht es heute um wieder ein Testvideo. Und zwar möchte ich heute gerne mit euch zusammen die neuen BB Reinigungstücher, Abschminktücher, ausprobieren. Und das sind diese hier. Die sind ganz neu, die haben wir neu für uns entdeckt, ohne Parfüm. Und wenn du dich dafür interessierst, wie ich dieses Full Face Matte Finish, muss man dazu sagen, Make-up mit diesen Abschminktüchern entferne, dann bleib gerne dabei. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Video. Ich habe euch jetzt näher rangeholt. Ich lege meine Haare jetzt erstmal hinten ins Shirt rein. Ich bewerte immer von 1 bis 5 Sterne. 5 Sterne ist das Beste, 1 Stern ist das Schlechteste. Und ich möchte gerne erstmal anfangen mit dem ersten Punkt, und zwar das Packaging. Das Packaging finde ich eigentlich echt gut. Es ist eine gute Griffigkeit. Es sind jetzt hier keine Stellen, wo irgendwelche Luftströme sozusagen reinkommen können, um diese Tücher auszutrocknen. Man sieht direkt, dass es ein anderes Produkt ist. Meiner Meinung nach grün für Natur. Und es erinnert mich, wie gesagt, wirklich auch mit diesen ganzen Blättern rumherum einfach an ein Naturprodukt. Von 5 Punkten würde ich für das Packaging 4 geben, weil ich es, wie gesagt, ansprechend finde und es halt auch ein bisschen darauf hindeutet auf Natur. Und letztendlich ist es ja auch Tücher aus pflanzenbasierenden Fasern und erneuerbaren Quellen. Also deswegen denke ich mir mal auch grün. Punkt 2 ist die Lotion, wie viel Seife dort drin ist. Und es riecht tatsächlich einfach nach nichts. Einfach nach nichts. Und es fühlt sich auch schon echt feucht an. Und ich werde jetzt versuchen, mal mein Matte Finish Make-up zu entfernen. Ja, riecht nicht schlecht. Also es ist auf jeden Fall Lotion drin. Für den matten Lippenstift reicht es nicht. Okay, es gilt. Aber ich glaube, dafür bräuchte ich dann ein zweites. Also meine Foundation geht ab. Schauen wir, wie es aussieht mit den Augenbrauen. Ja, also die Augenbrauen sind komplett ab. Das hat schon mal geklappt. Das ist gut. Die Foundation geht eigentlich auch ganz gut ab, aber der Lippenstift, da braucht man ein bisschen mehr Kraft für. Ich schminke mich mal kurz damit komplett ab und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, ich habe mein Gesicht jetzt vom Make-up befreit und ich möchte sagen, dass ich von 5 Sternen für die Lotion-Intensität 4 Sterne geben möchte, weil ich finde, dass schon genug Lotion drin ist, um das Make-up zu entfernen. Was die Augenbrauen betrifft, gab es überhaupt keine Probleme. Was das Make-up betrifft, also die Foundation und die Puderpartikel, die drin sind, fand ich es war auch ganz okay. Was ich halt ein bisschen schwierig finde, ist ein matten Lippenstift. Aber auch das hat es drunter bekommen. Was ich dazu sagen muss, ich habe 2 Tücher benutzt und dementsprechend gibt es da nur 4 Punkte. Beziehungsweise 4 Sterne. Dann zum nächsten Punkt, wie viele Tücher ich benutzt habe, da ich 2 Tücher benutzt habe, würde ich dem Ganzen, was die Schnelligkeit betrifft, her 3 Punkte geben, weil, wie gesagt, ich brauche halt, weil ich ein starkes Make-up habe, brauche ich 2 Tücher zum Entfernen. Es ist wirklich kein Parfum drin, also keine Duftstoffe drin, darum gebe ich da auch 5 Sterne. Das ist halt auch besonders gut für die Leute, die eine Hautkrankheit haben oder allgemein auf Parfum reagieren, allergisch zum Beispiel. Und dementsprechend gebe ich da auf jeden Fall 5 Punkte. Und als Gesamtfinish, wie mir die BB-Tücher gefallen. Ich finde die BB-Tücher ganz gut. Micellenlotion hat bei mir eigentlich ganz gut funktioniert. Meine Haut fühlt sich auch nicht gestresst oder gereizt oder sowas an. Also eigentlich ein ganz gutes, gepflegtes Finish. Und alles insgesamt würde ich den neuen BB-Abschminktücher 4 Sterne geben, weil wie gesagt, ich finde sie sind sehr pflegend, kein Parfum drin, das ist halt für die Leute, die eine empfindliche Haut haben, auch besonders wichtig und dementsprechend finde ich es gut, dass sie es gemacht haben.
Vor allen Dingen möchte ich auch noch dazu sagen, dass das Tücher aus pflanzenbasierenden Fasern bzw. aus erneuerbaren Quellen sind. Also wirklich, die geben sich Mühe, ein bisschen was für die Natur zu machen. Die stellen es zumindest so dar und dementsprechend finde ich das ganz gut. Vielleicht kriegen wir BB ja irgendwann mal dazu, dass sie auch mal vegane Tücher herstellen. Das wäre vielleicht auch mal was. Und ja, da würde ich sagen, das ist jetzt das Endfinish, das was ich jetzt noch tun werde. Ich werde meiner Haut jetzt noch Feuchtigkeit bieten. Und zwar nehme ich da meine neue BB Feuchtigkeitspflege, herrlich frischen, süßen Pfirsichgeruch. Die werde ich mir jetzt noch auftragen und dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du dabei warst, dass du reingeschaltet hast. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video alle deine Fragen beantworten. Wenn noch Fragen offen sind, schreib mir gerne welche in die Kommentare, dann versuche ich die auch noch zu beantworten. Und dann würde ich sagen, bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!